Bayreuth, Hot or What? Herzlich willkommen aus den Räumen von TMT zu einer weiteren Ausgabe von Hot or What. Und heute haben wir uns den Größten hergeholt, Moritz Sanders. Moritz, schön, dass du da bist. Die Freude ist ganz meinerseits. Der Größte, 2,10 Meter lang. Da stellt sich natürlich die Frage, spielst du schon immer Basketball? Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Ich fange am besten einfach mal ganz, ganz früh an. Also mein Opa hatte in Dorsten den Verein gegründet und die haben ja Frauenbundesliga gespielt. Und dann war ich da einfach immer in der Halle, habe da zugeschaut, war schon immer so beim Basketball sozusagen dabei, habe zu Hause immer gespielt. Aber dann natürlich erstmal, in Deutschland glaube ich recht üblich, erstmal Fußball im Verein gespielt mit den Jungs aus der Grundschule und. Und dann halt mit 10 habe ich dann mit Basketball angefangen und dann ging das so seinen Weg. Genau. Dorsten, du bist aber ganz woanders geboren. Also ich bin in Rottal Münster geboren. In Niederbayern. In Niederbayern hört man jetzt inzwischen gar nicht mehr. ja, also meine Eltern haben halt dort gearbeitet, weg von der Heimat. Und als ich dann 3 war, sind wir wieder zurück zu den Großeltern erstmal gezogen. Meine Eltern haben sich selbstständig gemacht und dadurch genau, kam das hin und her. Als kleines Kind habe ich dann da auch schön bayerisch gesprochen. Als ich dann in den Kindergarten gekommen bin, haben die mich alle doof angeschaut. Ja, dann irgendwann bin ich zurückgekommen mit so einem kleinen pöttischen Dialekt nach Franken. Da haben sie mich dann wieder blöd angeschaut und jetzt inzwischen bin ich hier in Franken ja schon beheimatet nach gut jetzt bald 9 Jahren. In Dorsten hast du das Basketballspielen erlernt. Warst du schon immer so groß? Warst du schon immer quasi dafür geboren sozusagen fürs Basketball? Ja, sozusagen. Also mein Papa war auch schon mit 12 fast ausgewachsen und knapp 2 Meter. Und bei mir war es dann ähnlich. Ich bin nur noch einen Tacken länger gewachsen. 1,5, 2 Jahre länger und dann halt nur noch so ganz, ganz langsam. Aber ja, da waren natürlich Jahre dabei. Da bist du innerhalb von einem Jahr 13 Zentimeter gewachsen und warst dann in der Grundschule so groß wie die Lehrer. Also es hat sich schon immer angeboten, sage ich jetzt mal. Ja. Von Dorsten ging es dann ja nach Franken für dich. Genau, also das kam damals. Harald Stein hatte mich zum Holger Geschwindner ins Camp an Starnberger See geschickt. Da hat mich dann ein Jugendtrainer von Bamberg gesehen und wurde dann da halt eingeladen mit Wolfgang Heider und Co. Und habe dann da mich dafür entschieden, nach Bamberg in dieses Jugendprogramm zu wechseln. Und dann haben wir da erstmal in einer Jugend-WG gewohnt. Also bekannte Namen: Andi Obst, Leon Kratzer, Daniel Kepler, der in Tübingen spielt. Also wir haben da alle so zusammen gewohnt und unsere Schritte in der Jugend Stück für Stück zusammengegangen. Und dann ging es nach Nürnberg. Genau. Also in Nürnberg, damals war ja die Situation alle relativ kurz vor der Pleite oder mehr oder weniger der Verein pleite, neu gegründet, die Felgens dann da ins Leben gerufen. Und ja, das hat für mich einfach diesen Charme gehabt, als junger Spieler viel Verantwortung zu tragen. Und ja, habe mich dann damals gegen das Angebot von Bamberg entschieden und bin dann erstmal sozusagen in die Pro A, um da halt die Erfahrung zu sammeln, Verantwortung zu tragen und genau, leider dann mit dem nicht gelungenen, also sportlichen Aufstieg, aber der dann nicht wirklich umgesetzt werden konnte, war natürlich bitter, weil wenn du da dann direkt noch den Fuß drin hast, aber ja, jetzt, so bin ich dann hierher gekommen. Aber was waren dann die Gründe zu sagen, jetzt ist gut mit Pro A, jetzt probiere ich es einfach? Genau, also wie gesagt, ich habe mich auf jeden Fall bereit gefühlt, habe die ganzen Jahre immer gute Leistungen in der Pro A gebracht. Wie gesagt, mit dem Aufstieg ja eigentlich schon selber die Möglichkeit errungen, sozusagen in der BBL spielen zu dürfen. Und genau, dann ist aus den verschiedensten Gründen halt die letzten Jahre nicht passiert. Habe lange gemeint, ich muss ohne Spieleragenten zum Beispiel das alles regeln und das alles so selber versucht, so ein bisschen in die Hand zu nehmen. Aber da habe ich dann schon auch schnell gemerkt, das ist schon wichtig, dass man da jemanden hat, der sich proaktiv auch kümmert. Und genau das, deswegen meine ich verschiedenste Gründe, warum man nicht vorher in die BBL gegangen ist, aber genau. Du bist jetzt 23 Jahre jung, bist aber schon ganz schön rumgekommen, wie wir gerade gehört haben. Wie war denn das von deinen Eltern aus, von deiner Familie? Haben die dich immer unterstützt, ganz einfach auch, wenn du weg warst von zu Hause dann? Also, ja, ich bin ja da so im nördlichen Ruhrgebiet, Münsterland, so ein bisschen aufgewachsen. Da bin ich eh schon die ganze Zeit viel unterwegs gewesen für die ganzen Trainingseinheiten mit Bus und Bahn, teilweise dann bis nach Hagen gefahren.
um da JBBL zu spielen. Und von daher war da einfach schon immer viel, viel Zeit, die draufgegangen ist und wenig Zeit zu Hause. Natürlich haben mich meine Eltern, mein Opa und meine Oma immer unterstützt. Da bin ich auch unfassbar dankbar, aber von daher war es jetzt nicht so dieser große Bruch. Also natürlich ist man dann auch immer 5 Autostunden von zu Hause entfernt, was nicht einfach war. Für die Eltern speziell natürlich. Für mich hat es erstmal so angefühlt wie Klassenfahrten mit 7 Jungs in einer WG. Aber klar, war erstmal ein komisches Gefühl. Ja, also da, jetzt im Nachhinein bin ich da noch viel, viel dankbarer, dass die mir das überhaupt ermöglicht haben, weil da den Sohn einfach so in fremde Hände in Anführungszeichen zu geben, ohne Einfluss, ist auch eine mutige Entscheidung. Und ja, von daher bin ich froh darüber, da solche Eltern zu haben, die mir das halt ermöglicht haben und genau, mich da ziehen lassen haben, auch schon in dem jungen Alter. Wie war jetzt dann dein erstes Jahr erste Liga? Ja, natürlich ärgerlicher Start, so mit der Rückenverletzung so ein bisschen, dadurch dann die ganze Vorbereitung verpasst. Ja, so stellt man sich das natürlich nicht vor, wenn man irgendwo hinkommt. Man will sich beweisen, man will sich direkt was erkämpfen, erarbeiten. Speziell, wenn wir international spielen, Trainingseinheiten wurden immer weniger. Und dann ist gerade so eine Vorbereitung super wichtig, um in die Mannschaft reinzukommen und zu zeigen, hey, das kann ich, das ist meine Rolle, die will ich haben. Und dann auch zu zeigen, so und so kann ich helfen. Ja, dann natürlich durch die Verletzung vom Andi dann trotzdem so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden. Immer in meinen Augen immer mit Mut gespielt, immer mich reingehauen und ja, trotzdem viel auch gelernt. Und jetzt muss man halt schauen, dass man sich auf jeden Fall fest etabliert, um da auch zu zeigen, was man zu leisten imstande ist. Genau. Du hast es gerade gesagt, es war wenig Trainingseinheiten, vor allem noch wie europäisch gespielt wurde, aber für den Coach warst du unheimlich wichtig, vor allem auch in den Trainingseinheiten, wenn eben dann mal jemand von den Großen verletzt war, dem anderen dann ganz einfach auch Paroli bieten zu können im Training. Ja, also wie gesagt, da bin ich überzeugt, dass ich das sehr, sehr gut gemacht habe und auch in den Spielen, wo ich dann gespielt habe, immer, wie gesagt, mit Mut, mit Energie versucht habe, mich da zu zeigen und da in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Und ja, von daher bin ich, was meine persönliche Leistung und die Art und Weise, wie ich gespielt habe, nicht unzufrieden. Wie gesagt, manchmal fallen die Würfe, manchmal fallen sie jetzt nicht. Aber genau, erstmal, was man beeinflussen kann, ist Einsatz und Leidenschaft. Und das habe ich versucht immer zu bringen. Du hast dich für die Nummer 14 entschieden. Gibt es da einen speziellen Grund, dass es genau die 14 ist? Naja, also in Deutschland ist es natürlich schon immer ein bisschen beliebt bei den ganzen Jugendspielern. Von daher habe ich schon ich habe ja angefangen mit 10, in der U12, immer die 14 gehabt. Und klar, mit Dirk, der die halt immer bei der Nationalmannschaft getragen hat, hatte man natürlich das große Vorbild. Und von daher war das für mich immer klar, dass ich, wo es ging, habe ich immer die 14 getragen. In Nürnberg hat sie halt Basti Schröder, langjähriger Kapitän, gehabt. Und da habe ich mich dann für die 4 entschieden. Und dann, sobald es wieder ging, habe ich jetzt zurück zur 14. Genau. Ich habe jetzt extra nochmal geguckt. 6 Minuten 34 ist im Schnitt deine Einsatzzeit. Hättest du dir mehr erwünscht? Wahrscheinlich ja, aber auch gedacht, dass es vielleicht doch ein bisschen runterlaufen würde? Natürlich, wie ich ja schon versucht habe zu sagen, so speziell, wenn du so eine komplette Vorbereitung verpasst, 8 Wochen, dann bist du immer so ein bisschen außen vor. Dann, wie gesagt, die ganzen Reisen, wir haben alle 3 Tage gespielt. Man hat nicht so den richtigen Anschluss am Anfang halt einfach gefunden, um dann auch zu zeigen, weil ich habe schon immer auf der 4 am besten gespielt und da sehe ich mich langfristig auch. Dann auf der 5 dafür Andi ausgeholfen. Ja, von daher habe ich natürlich mehr erhofft, aber es war halt ein bisschen schwierig, durch die wenigen Trainingseinheiten sich überhaupt so richtig zeigen zu können und zu was man imstande ist. Und dann hat es ja speziell in der ersten Hälfte der Saison auch gut funktioniert. Von daher, ja, wie gesagt, ich kann immer nur beeinflussen, wenn ich auf dem Feld stehe, wie ich mich reinhaue. Und das habe ich versucht, möglichst gut zu machen. Du spielst jetzt schon über 10 Jahre recht professionell Basketball. Was war denn so für dich persönlich das Spiel, an das du dich am liebsten erinnerst, von deiner persönlichen Performance? Also, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, zum Beispiel Halbfinale Albert-Schweizer-Turnier gegen Frankreich.
das war schon einfach eine coole Sache. Wir haben das ja dann im Endeffekt sogar gewonnen. Und im Halbfinale war ich einer der entscheidenden Spieler. Oder U19-Weltmeisterschaft, dann in Kairo. Achtelfinale gegen Neuseeland. Am Anfang erstmal den Hacker. Ist, glaube ich, auch eine coole Erfahrung. Zum Glück haben wir sie dann ordentlich hergespielt. Von daher durften wir uns das Schmunzeln währenddessen erlauben. Aber ja, da habe ich auch die Mannschaft angeführt und da mit einer starken Leistung uns ins Viertelfinale katapultiert, war dann leider verletzt gegen die USA. Aber das sind so direkt die ersten Spiele. Klar, dann ist Aufstieg in Nürnberg. Das war im Zelt mit diesem engen Hexenkessel. Das war eine unfassbare Stimmung. Die ganzen Freunde, Bekannte, die dort waren, das vergisst man, glaube ich, nie wieder, so einen Moment. So als Underdog, niemand hat damit gerechnet, dann auf einmal aufzusteigen und dann auch so verdient und so klar und deutlich da in den Playoffs. Ich glaube, das wird man immer in guter Erinnerung behalten. Gibt es denn auch ein Spiel, wo du sagst, das, wenn ich irgendwie löschen könnte, das würde ich sofort löschen? Ja, also bei, keine Ahnung, aber im U16 JBL-Finale zum Beispiel, da habe ich mich mit Isaiah Hartenstein da ordentlich gebettelt und habe da aber deutlich den Kürzeren gezogen an dem Tag. Das war schon bittere Nummer, aber gut, im Endeffekt. In dem Moment war es natürlich bitter, aber ja, wir haben schon verdient verloren, von daher. Ja, aber das wäre, glaube ich, so ein Spiel, was ich gerne rückgängig und anders machen würde. Wenn du so auf die Saison zurückblickst, was würdest du sagen, von wem hast du am meisten gelernt? Also speziell durch die Verletzung von Andi, natürlich von Mardi, weil ich die ganze Zeit dann mich mit ihm im Training battlen durfte. Ja, auch von Terry oder Basti natürlich hat man so einige Sachen mitgenommen. Aber wenn ich da jetzt einen rauspicken würde, dann würde ich auf jeden Fall Mardi sagen. Wir haben uns ja eine recht lange Zeit, Andi war ja recht lange schon die Saison draußen, dann da im Training ordentlich gebettelt und ja, da habe ich viel mitgenommen. Insgesamt, wer ist dein sportliches Vorbild? Ja, schon Dirk hat natürlich die Jugend geprägt. Wenn man die Meisterschaft damals, dann war man gerade so in dem Alter, dass man das so ein bisschen verfolgt hat. Und ja, hat man natürlich dann immer verfolgt bis zum Schluss. Und natürlich dadurch, dass ich den auch persönlich kennenlernen durfte, erst beim Supercup 2011 war das, glaube ich, oder 2010, ich weiß nicht genau, bei Talente mit Perspektive in Bamberg damals und dann auch nochmal mit ihm in Bamberg trainieren durfte, mit dem Holger zusammen. Das war natürlich auch eine coole Erfahrung und von daher ist er auf jeden Fall mein sportliches Vorbild. Holger Gschwindner ist ja eine Persönlichkeit im Basketball. Viele Reibungspunkte. Wie hast du ihn kennengelernt? Ja, keine einfache Persönlichkeit auf jeden Fall. Wie gesagt, damals über die U16-Nationalmannschaft vom Harald Steiner, der Coach, hat mich dann da zum Camp geschickt. Mit dem Wechsel nach Bamberg dann auch regelmäßig mit ihm trainiert. Ja, habe ich ihm natürlich sportlich viel zu verdanken. Klar, wie du schon sagtest, keine unbedingt einfache Persönlichkeit, aber ja, hat mir viel beigebracht, viel unterstützt, speziell so in den jungen Jahren. Und von daher, klar, die Persönlichkeit ist glaube ich, bekannt. Ja. Wir wollen natürlich ein bisschen auch was über dich erfahren. Und wenn wir schon bei schwierigen Personen sind, gibt es bei dir irgendwelche schlechten Angewohnheiten, die du hast? Ach, bestimmt einige. Manchmal nehme ich alles so ein bisschen zu ernst und kann mich jetzt nicht so mal locker fallen lassen oder so. Bin ein bisschen zu sehr getrieben, speziell wenn es dann schlecht läuft, trage ich das schon noch auch ein paar Tage mit mir rum. Ja, das wünscht man sich manchmal, dass man dann auch so schlechte Sachen mal ein bisschen schneller abhaken kann. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Sache, an der ich dringend arbeiten muss. Ist es aber nicht genau das, was einen Profisportler auch eigentlich ausmacht, einfach eben dieses Nicht-Zufrieden-Sein, immer wieder sich verbessern wollen? Ich glaube, dieses Getriebene bringt uns natürlich schon weiter, aber es ist halt immer dieser Mix. Also speziell, wenn du alle drei Tage spielst, musst du trotzdem das letzte Spiel, auch wenn es mal nicht so gut gelaufen ist, schnell wieder abhaken und dann dich neu fokussieren und auf deine Stärken vertrauen und dann im nächsten Spiel wieder voll angreifen und dann nicht da in der Vergangenheit
irgendwie negative Gedanken weiter stricken, weil es hilft sowieso nicht weiter. Du hast vorhin schon erzählt, du bist recht viel, recht lang unterwegs gewesen zu Trainingseinheiten, zu Spielen. Jetzt in der Saison natürlich auch, wir waren viel unterwegs. Lieber einen Film schauen auf den Fahrten oder ein Buch lesen? Also ich lese immer lieber ein Buch. Ich bin jetzt nicht so der große Filmegucker. Aber ja, genau. Also ich lese meistens auf den Reisen oder höre irgendwie Podcasts oder irgendwie ein Hörbuch. Aber Filme schaue ich eher selten. Was liest du aktuell? Große Fragen, kurze Antworten oder irgendwie so. Von wem ist denn das? Stephen Hawking? Ich glaube, von dem ist das. Oder kurze Antworten auf große Fragen. So ist, glaube ich, der richtig rum. Genau. Ja, ist ein bisschen abgespaced, aber ja, ich finde es ganz interessant. Und ja. Hast du ein Lieblingsbuch dann auch, was du jedem empfehlen würdest, was man unbedingt mal gelesen haben müsste? Lieblingsbuch? Keine Ahnung. Also wenn ich jetzt so ein Witziges sagen müsste, dann würde ich natürlich Max und Moritz sagen. Aber das hat natürlich immer die Kindheit geprägt. Ansonsten, keine Ahnung, was mich persönlich stolz macht, dass ich da im The Great Nowitzki erwähnt wurde namentlich. Auch natürlich ein spannendes Buch, wo man Dirk noch mal ein bisschen besser kennenlernt. Gibt es, glaube ich, viele gute Bücher und kann ich jedem nur ans Herz legen, lieber zu lesen, anstatt Filme zu schauen. Weil du das gerade gesagt hast, ist dein Vorname dir manchmal gar nicht so recht gewesen? Ach, also mich hat das eigentlich nie gestört. Klar kommen da immer die klassischen Witze, speziell als ich dann aufs Gymnasium gewechselt bin, war dann auch noch ein Max in meiner Klasse, der auch noch 1,34 damals groß war in der 5. Klasse und ich war 1,84, das war natürlich super lustig. Da kann man sich natürlich vorstellen, im Sommerloch haben sogar die Journalisten der Stadt gemeint, sie müssen dafür ein ganzes Interview, ganze Doppelseite, also halt so große DIN A3-Seite bedrucken, weil sie nicht wussten, was sie noch sonst noch schreiben sollen. Von daher hat mich das natürlich verfolgt, aber ich fand es eher immer lustig. Hat mich auf jeden Fall nicht gestört, nee. In Bamberg hast du die WG-Zeiten schon angesprochen. Wie sieht es hier in Bayreuth aus? Wohnst du allein? Musst du dich allein quasi um dich selbst kümmern? Ja, also das ist mir auch lieber. Ich wohne jetzt, seitdem ich 18 bin, allein. Und ja, jetzt hier nach Bayreuth gekommen, wohne auch alleine. Also wie gesagt, ich bin das gewohnt. Ich bin, wie gesagt, damals in die WG ausgezogen. Da mussten wir auch die grundlegenden Aufgaben aufräumen, Wäsche waschen und Co., was halt also dazugehört, damals schon übernehmen, mit 18 dann komplett alleine gewohnt. Also war jetzt keine große Sache, dass man sich dann hier auch alleine zurechtfindet. Wäsche machen habe ich schon gehört, aber kochen auch? Kochen auch. Also ich koche eigentlich jeden Tag selber. Bin eigentlich nur ziemlich selten überhaupt auswärts essen. Nehme ja teilweise sogar zu den Spielen mein eigenes Essen mit. Von daher bin ich da, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Gut aufgestellt, was gibt es dann da so? Ach, ja, also heute Mittag gab es zum Beispiel so ein bisschen eine Bowl, Reis, rote Linsen, Feta, ein bisschen Lauchzwiebeln dazu, so ein bisschen auf Curry angelehnt. Habe ich so ein bisschen von meinem Onkel, der ist nicht, also eigentlich ist nicht Onkel, aber halt so eingeheiratet. Der ist nämlich Inder und auch Koch und von daher habe ich da mir schon früh Sachen abschauen können aus der indischen Küche und ja, mag das auf jeden Fall auch selber sehr gerne. Wenn du Besuch bekommst, was gibt's dann? Was ist so das absolute Special im Hause Sanders? Wenn jetzt meine Eltern zum Beispiel, wie jetzt gerade, zu Besuch sind, dann gibt's auf jeden Fall immer einmal Kartoffelgratin mit Steak oder mit Lachs. Aber von meinem Papa zubereitet, das muss ich zugeben, das schmeckt immer noch mal besser als von mir. Aber ja, ich glaube, das ist so mein allerliebstes Essen, was ich so habe. Gibt es irgendetwas, was du beim besten Willen nicht leiden kannst zu essen, was dir überhaupt nicht schmeckt? Also so Kartoffelsalat oder so kalte Nudelsalat oder so, sowas esse ich ungern. Sonst, ja, keine Ahnung, irgendwie Aubergine, Zucchini, die hat es mir auch noch nie angetan. Aber ansonsten bin ich da eigentlich recht pflegeleicht, würde ich sagen. Gibt es irgendetwas, was dich recht schnell auf die Palme bringt? Also ich bin, glaube ich, eher trotzdem gelassener, aber
wenn mich jetzt was auf die Palme bringt, dann eigentlich immer so Ungerechtigkeiten, wenn man nicht so wirklich nachvollziehen kann, warum man jetzt dafür bestraft wird oder was auch immer. Aber an sich bin ich, glaube ich, eher schon gelassener. Auch beim Training manchmal so? Ja, na klar, wenn da falsch gezählt wird und der Score nicht richtig genommen wird, dann geht es schon mal heiß her. Oder wenn irgendein komischer Foulpfiff kommt und man dann auf einmal das Spiel da im Training verliert oder auch im Spiel selber, dann klar, dann wird es auch richtig emotional. Aber das ist beruht dann mehr auf dem sportlichen Wettkampf. Und geht in die Rubrik Ehrgeiz. Genau, also dieses Getriebensein, was ich vorhin ja schon so ein bisschen gemeint habe, dieses Unbedingte, man will unbedingt gewinnen und wenn man sich dann einfach ungerecht behandelt fühlt, sei es Trainer, Schiedsrichter, was auch immer, dann ist man natürlich erstmal angepisst. Aber ich glaube, welcher Sportler das leugnet, der sollte seinen Beruf auf jeden Fall hinterfragen. Worüber kannst du lachen? Über vieles, glaube ich. Also wenn ich da jetzt mit meinen Freunden abends irgendwelche Spieleabende oder so mache, haben wir, glaube ich, immer irgendwelche witzigen Themen. Ja, also von daher mangelt es, glaube ich, mit mir nicht an Lachern, aber oder immer mal einen flotten Spruch auf den Lippen. Ja, also nichts Spezielles im Kopf, aber ich denke, da gibt es schon einiges. Ja. Gibt es irgendetwas, das du ähnlich gut können möchtest wie Basketball spielen? Eigentlich nicht, nee. Also der Basketball war schon immer meine Sportart Nummer eins. Wie gesagt, so auf Alibi ein bisschen Fußball gespielt, aber zu Hause trotzdem die ganze Zeit Basketball. Und von daher ist das meine größte Stärke. Und ja, von daher bin ich da auch ganz froh drüber, dass ich da halt auch mehr draus machen konnte. Interessieren dich andere Sportarten? Eishockey, Fußball? Also da bin ich auf jeden Fall vielseitig interessiert. Speziell Fußball schaue ich gern. Da, wenn es irgendwelche Champions League-Spiele angeht oder ja, Bundesliga verfolgt man natürlich auch immer mal wieder. Ja, jetzt natürlich aus persönlicher Befangenheit aktuell auch die zweite Liga, aber hoffentlich nicht mehr lang. Sonst, ja, also habe da immer vieles ausprobiert. Zu Hause haben wir auch ein riesen Spielezimmer mit Tischtennis und Co. Also, da auch selber immer alles Mögliche ausprobiert und sportlich aktiv. Also da schlummern jetzt nicht die großen Talente, aber es macht mir Spaß und das ist ja das Wichtigste. Hältst du es mit dem ersten FC Nürnberg oder habe ich das jetzt falsch verstanden gerade? Das hast du fast richtig verstanden. Wir sind Fanfreunde, also falls du Nürnberger bist. Aber ich bin ja im Ruhrgebiet aufgewachsen, von daher gab es dann nur Schalke oder Dortmund. Und da bin ich auf die blaue Seite gewechselt. Hatte man jetzt zuletzt nicht so die einfachsten Zeiten, aber ja, also Fan, ich verfolge es auf jeden Fall gerne und natürlich war man da als Kind auch häufiger im Stadion. Ja, ich und Basti scherzen immer darüber, das letzte Saisonspiel ist in Nürnberg, Schalke gegen Nürnberg und hoffen wir mal, dass Schalke bis dahin schon sicher aufgestiegen ist, dann können wir die Punkte an die Freunde abgeben und dann steigen vielleicht beide auf. Bist du abergläubisch? Nee, also auch wenn ich jetzt so meine Form spiele oder so, habe ich eigentlich überhaupt gar keine, also was heißt keine Rituale, aber da bin ich jetzt nicht so, oh, jetzt muss rechte Socke, linke Socke oder was auch immer, sondern nee, also das nicht. Nee. Nee. Recht entspannt, auch da. Ja, auch da, also da haben wir manche auf jeden Fall andere Ticks, wo es dann immer genau gleich sein muss, das ist jetzt bei mir nicht so. Nee. Wie wichtig ist das Smartphone in deinem Tagesablauf in deinem Alltag? Ja, grundsätzlich muss man immer erreichbar sein, irgendwelche Trainings werden verschoben oder irgendwas anderes passiert. Von daher schon grundsätzlich wichtig, aber ja, ich versuche es möglichst zu reduzieren, Stück für Stück. Und ja, von daher hat jetzt keine übergeordnete Rolle. Ich glaube, ist natürlich super, wenn man so weit weg ist von der Familie, abends immer mal wieder Videoanruf mit den Eltern, mit der Oma, mit der Schwester. Von daher ist es schon toll, dass es die Möglichkeit gibt, aber ansonsten spielt es jetzt keine übergeordnete Rolle. Viele deiner Mannschaftskameraden können aufs Smartphone nicht verzichten, weil ihre Musik da drauf ist. Welche Rolle spielt Musik in deinem Leben? Also ich höre gerne Musik, aber ich beschäftige mich jetzt gar nicht so tiefergehend.
auch wenn man jetzt meine Playlist anschaut, das ist komplett bunt gemischt. Von den üblichen oder basketball-üblichen Hip-Hop-Rap-Sachen, R&B, aber auch Deutschrap oder was auch immer. Also da bin ich Pop, keine Ahnung. Also da ist auf jeden Fall ein bunter Mix und jetzt nicht irgendwie eine spezielle Richtung oder dass ich jetzt da die ganzen Künstler aufzählen könnte. Ich höre gerne Musik, aber jetzt nicht so speziell wie, glaube ich, andere. Genau. Gibt es einen speziellen Ort, an dem du besonders gerne Urlaub machst? Ja, also grundsätzlich bin ich liebend gerne in den Alpen, in den Bergen generell. Am liebsten erinnere ich mich mit einmal zurück an die zwei Kurzurlaube mit meinem besten Freund und seiner Lebensgefährtin, dem Tobi Schachten. Da waren wir auf so einer ganz einsamen, alleingelegenen Hütte, mitten oben auf dem Berg. Dort ist halt Rundumblick auf den Wilden Kaiser. Und ja, da bin ich schon sehr gerne. Jetzt in dem Sommer werde ich auch mal wieder eine Hüttentour machen mit meinem Papa und ein paar Freunden. Von daher, ja, ist mein Nummer eins Urlaubsziel auf jeden Fall immer die Berge. Also eher Natur und ein bisschen abgeschieden, ja, und nicht so Trubel. Genau, also wie gesagt, so die Wanderungen sind ja dann trotzdem ziemlich anstrengend, wenn man da 6-7 Stunden am Tag unterwegs ist. Aber ja, eher dann im kleinen Kreis mit Freunden eine gute Zeit haben, abends irgendwelche Spiele auf der Hütte spielen, gut essen und am nächsten Tag wieder weiter wandern. Das ist eher meins. Interessant dann die nächste Frage, ob du dir überhaupt vorstellen könntest, in einer großen Stadt, in einer Metropole der Welt einfach zu leben. Gibt es da irgendwie so eine Idee? Naja, also im Endeffekt, wenn du am Rande vom Ruhrgebiet aufwächst, das ist ja eigentlich wie eine große Metropole. Wo ich dann selber gewohnt habe, da war dann schon ziemlich weit außerhalb am Waldrand. Aber ja, trotzdem kann ich es mir vorstellen. Meine Schwester wohnt jetzt inzwischen in Frankfurt fürs Studium. Habe ich sie auch schon mal besucht. Wie gesagt, so auf kurze Zeit, so was, keine Ahnung, 2, 3, 4, 5 Jahre kann ich mir schon vorstellen. Aber auf lange Sicht wird es mich, glaube ich, trotzdem eher in die Natur wieder ein bisschen weiter rausziehen und dann in so kleine Städte, jetzt Bamberg wunderschön, Bayreuth ist ja ziemlich vergleichbar. Einfach klein, charmant, kleine, süße Innenstadt und viel, viel Natur drumherum. Das gefällt mir auf jeden Fall gut. Wenn ihr da abends auf der Hütte zusammensitzt, was gibt es da zu trinken? Bier, Wein oder doch eher Apfelschorle? Ja, also ich bin schon eher Team Apfelschorle. von daher, Wasser oder Apfelschorle ist schon das Realistischste bei mir, ja. Aber wenn du wählen müsstest zwischen Bier und Wein, welche Richtung würdest du dann gehen? Das ist jetzt ziemlich uncool. Ich glaube, ich habe noch nie so richtig Wein getrunken. Von daher würde ich mich jetzt erstmal auf jeden Fall für das Bier entscheiden. Aber in Franken keine schlechte Wahl. Da, von daher denke ich mal, wer ist noch ein Bayreuther Hell, ne? Ja. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Hätten wir das auch noch hier platziert. Perfekt, genau. Wie sieht ein freier Sonntag bei dir aus? Also meistens bin ich jetzt immer nach Bamberg gefahren, habe dann meinen besten Freund und ein paar andere Freunde da in Bamberg besucht. Wir haben erst zusammen trainiert, waren dann noch ein bisschen, jetzt im Winter dann nicht mehr so viel in der Natur unterwegs, aber jetzt, wo es ja auch wieder schöner wurde, dann einfach ein bisschen am Main da entlang spazieren, ein bisschen die Natur genießen, abends noch am Kamin, schöne Gespräche. Das war so der übliche freie Tag von mir bisher. Wir müssen natürlich auch nochmal auf deine Schulzeit zurückgehen. Wie war die so? Warst du ein guter Schüler? Ja, also ich habe, glaube ich, aus dem, was ich investiert habe in die Schule selber, glaube ich, ziemlich viel rausgeholt. Habe dann da in Bamberg mein Abitur gemacht. Es war jetzt nie Priorität. Es war immer Training, Training, Training. Und Schule läuft schon so nebenbei. Aber ja, ein ziemlich vernünftiges Abitur gemacht. Und ja, dadurch hat man sich halt alle Möglichkeiten offen gehalten. Und genau. Welches Fach hat dich am meisten genervt? Am meisten genervt? Wahrscheinlich schon Musik. Da war ich schon sehr froh, dass es weg war. Dann, ja, Physik, da konnte ich auch gar nichts mit anfangen. Mathe war jetzt nie meine große Leidenschaft, aber hat man halt geschafft.
Von daher würde ich schon, ja, wahrscheinlich das, was wirklich am allermeisten genervt hat, war dann schon Physik, würde ich sagen, ja. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, du hast einen Zweijahresvertrag bei Medi Bayreuth unterschrieben, bist also nächste Saison noch da. Was erwartest du dir oder was erhoffst du dir von der kommenden Spielzeit? Ja, ich glaube, es wird ein recht spannender Sommer, mal zu sehen, was hier passiert, was für Veränderungen innerhalb der Mannschaft und auch um die Mannschaft herum passieren. Und ja, wie ich schon angedeutet habe, also ich will auf jeden Fall zeigen, dass ich ein fester Bestandteil sein kann und sein werde. Und dafür werde ich im Sommer viel trainieren, und um dann von Anfang an ready zu sein und dann nicht irgendwie wieder 2,5 Monate gar keinen Sport mehr oder weniger machen zu können und dann da so reinzurutschen. Von daher will ich da von Anfang an zeigen, dass ich mich da beweisen will und mir da meine Rolle erkämpfen werde. Und ja, dann schauen wir mal, was die nächste Saison so bringt. Dann drücken wir dir ganz fest die Daumen, dass du gesund bleibst, dass du deine Ziele dir auch erfüllen kannst und voll mal angreifen kannst von Anfang an. Und das war's mit dieser Ausgabe von Hot or What, heute mit Moritz Sanders. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, ciao. Medi Bayreuth, Hot or What.